Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Hier auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map, Version 1.9 ohne Gräben. Und ja, wir bringen die ersten Fahrzeuge von der Aussaat zurück. Wir sind zwar noch lange nicht fertig, wir haben noch 7 Felder anzusehen, aber sie sind auf am anderen Ende der Karte und ich habe ja noch 3 Seemaschinen und daher begnüge ich mich dann das mit den anderen zu machen. Normalerweise geht das da doch durch, oder? Ja, scheinbar auch nicht. So. Den hier bringe ich schon mal weg. Der Rest läuft autonom weiter. Wobei ich gerade schon wieder glaube, dass der auf Feld 41 schon wieder im Kreis fährt. Zumindest die Saatmaschine, also die Seemaschine, möchte ich gerne knapp daneben ist auch vorbei. Gut, die Seemaschine ist voll. 8530 hat durchdrehende Reifen. Wie ich schon in der letzten Folge vorhergesagt habe, dass er beim Vorgewende durchdrehende Reifen kriegen wird. Ich denke mal, er ist jetzt beim Vorgewende angekommen. Aber ich bringe vorher hier nochmal eben. Bremst gar nicht hier, ne? Der 85. Der Case. Wie habe ich. Ah, deshalb fuhr er auch so komisch. Im Cosplay, weil das Frontgewicht unten hatte. Ah, alles klar. Das erklärt natürlich einiges. Ich hatte da den ja vorhin letztens als Abfahrer für die Rüben eingesetzt und er fuhr einfach nicht. Ah, kein Wunder. Wenn das Frontgewicht runter ist und ich damit dann irgendwie an der Straße hängen bleibe. Ja, das ist natürlich doof. Ja, 8530 kümmere ich mich jetzt drum. Ich will nur eben hier meinen Case vernünftig wegstellen. Ja, gut, da hätte ich ihn jetzt nicht erwartet. Aber Müsste er jetzt hier irgendwo fahren. Warum auch immer er jetzt die Bahn leer fährt, mache ich mir jetzt mal keinen Kopf drum. Wird schon irgendwie passen. So. Runter zum Rinderhof. Einsteigen.
auftanken, auch wenn es nicht viel aufzutanken gibt. Naja, 20 Liter. Ich kann jetzt leider mein Saatgut nicht auffüllen, weil ich noch gar kein Saatgut weiter hier habe. Da muss ich gleich erstmal schauen, dass ich hier die Saatgut und die Düngerproduktion am Laufen halte. Oh Mann. Ja, viel zu grobe Lenkeinschläge. Friesenjungen, viel zu grobe Lenkeinschläge. Ganz sanft und sachte. So habe ich das doch gelernt. Natürlich suboptimal, was ich hier mache. Also nicht nur suboptimal, sondern eigentlich scheiße. Ich ja hier nicht sehe so richtig. Machen wir es mit Trailer Assist. Ist jetzt mal in diesem Moment einfach mal einfacher. So. Naja, gewusst wie. Jetzt muss ich erstmal gucken, was denn hier bei der Saatgutproduktion fehlt. Da fehlt Getreide. Gut, dann versuchen wir mal, ob wir hier noch Getreide herkriegen. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Weizen. Haben wir noch? Gerste haben wir nicht. Na gut, Weizen. Besser als nix. Düngerproduktion fehlt auf jeden Fall Mist. Kann ich auch gleich hier nochmal gucken, ob ich hier schon Mist herkriege. Trailer ist aus. Ja, ein Stück zu weit gefahren. Gucke ich aber erst eben, ob ich hier Mist bekomme. Ich weiß gar nicht, wie es um meine Kühe hier bestellt ist. Wie viel, ob die noch alles haben oder ob die gar nichts mehr haben. Und ob die irgendwas produziert haben hier.
sieht ja nicht so aus. Nicht viel zumindest. Ja, in der Zwischenzeit kann ich mich immer eben um den Klaas kümmern. Ja, sieht aber doch gut aus. Man könnte meinen, das funktioniert. Spur vergessen. Nicht er hier, sondern der 8530. Kann ich ihn aber nachher nochmal drauf ansetzen? Das ist kein Problem. So, läuft, würde ich sagen. So, dann holen wir hier uns auch noch mal ein bisschen Mist ab. Ich kann hier auf jeden Fall auch noch erstmal ein bisschen Dünger abholen, um das dann hier auch zur Saatgutproduktion zu bringen. So, Feld 41 müsste eigentlich schon lange fertig sein. Entschuldigung, aber der fährt doch schon wieder nur im Kreis. Lassen, du bist fertig.
Nee, jetzt egal. Ich fahre jetzt. Nee, fahre ich nicht. Ist mir nicht egal. So, hier geht's lang. Leute, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, ihr wisst das. Kommentar, Like und Abo würde mich freuen. Ja, genauso freuen würde es mich natürlich, wenn ihr mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besucht. Oder noch viel mehr freuen würde es mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich sag erstmal ciao.